liebe Freunde und herzlich willkommen zu Megafon 95, der Fortuna Fußball Talk, heute mit einer besonderen Edition zu unserer zweiten. Ja, wir wissen, die zweite, die spielt schon seit ein paar Spieltagen und wir haben uns natürlich entschlossen, das zu besprechen. Ich bin der Mo, der Wampendribbler, und folgt uns natürlich auch gerne in den Social Medias, das findet ihr in der Beschreibung. Ich habe natürlich einen Experten dazugeholt, den seinesgleichen kennt. Er ist Kenner der Regionalliga, er ist Düsseldorf-Experte, liebt die Stadt und natürlich auch Stadionsprecher der zweiten und ist somit direkt an der Mannschaft. Hallo Jens! Hallo, guten Tag! Wie ist es dir bis jetzt die Saison ergangen? Ah, die Saison ist schleppend gestartet, deshalb, es geht besser. Man hat ja zu Beginn der Saison auch rausgegeben, dass man gegen den Abstieg kämpft. Wenn man sich den Kader so anguckt, sieht's eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber dazu kommen wir später. Jetzt gab es natürlich letzte Saison, weil wir wollten ja eigentlich zum Abschluss der Saison auch noch einen Podcast aufnehmen. Das passt aus zeitlichen Gründen leider nicht. Kannst du uns nochmal dieses Chaos mit dem Nichtabstieg aus der Regionalliga West noch einmal kurz zusammenfassen? Ja, es ging halt darum, dass es 5 Absteiger geben kann oder 4. Und einer davon muss dann absteigen, wenn entweder einer aus der dritten Liga absteigt, der in unsere Regionalliga West absteigen würde, oder wenn unser Erster aus der Regionalliga West aufsteigt, dann muss unserer nicht absteigen. Und genauso ist es am Ende gekommen, indem der KFC Uerdingen den Waldhof Mannheim besiegt hat in der Relegation, dadurch aufgestiegen ist in die dritte Liga und dadurch musste die zweite Gott sei Dank nicht absteigen. Ja, das war die Geschichte darunter. Ja. Jetzt hat Fortuna mit Niklos Micciati auch einen neuen Trainer zur neuen Saison sich verpflichtet und man wollte den Kader so ein bisschen umstrukturieren. Da gehen wir auch gleich mal direkt rein, würde ich sagen, bevor wir uns dem aktuellen Spielgeschehen widmen. Kurz, ganz grob, fühlt es sich für dich so an, als gäbe es tatsächlich diesen Umbruch im Kader, den man ja prophezeit hat schon fast? Ja, so fühlt es sich an. Man sieht jedes Spiel die Startaufstellung und denkt sich, ja, das würde besser gehen mit Spielern aus letztem Jahr, vielleicht, aber natürlich musste der Umbruch. Das ist ja in jeder U23 so, die Spieler passen nicht mehr oder es kommen ja viele aus der U19 hoch oder sind dann über 23, die gehen müssen. Und dann muss man den Kader ja wieder umstrukturieren. Spielt denn bei der zweiten, der U23, wenn du so möchtest, spielt denn das Alter da eine Rolle? Weil wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel Zugänge ansehe, wie Andreas Lamberts, wie Amir Falan oder zum Beispiel auch Leander Goralski, die sind schon ja über 25 beziehungsweise über 30. Ja, natürlich. Du darfst in der Startelf halt 3 über 23 haben. Ich glaube auf dem Spielbericht 5, bin mir aber nicht sicher, ob es da eine Beschränkung gibt, aber du darfst halt nur 3 in der Startelf haben und da muss man natürlich ein bisschen aufs Alter achten. Jetzt habe ich natürlich schon 3 Stück angesprochen. Fangen wir mal an mit dem offensichtlichsten natürlich. Andreas Lumpi Lamberts kommt aus Dresden zurück nach Düsseldorf und wird natürlich oder soll in der zweiten so ein bisschen die Führungsrolle annehmen. Jetzt gibt es ja die lustige Geschichte vom ersten Spiel, wo er gespielt hat für die zweite von Fortuna, wo er gar nicht wusste, dass er als Kapitän aufs Feld läuft. Wie ist das so kommuniziert worden oder wie hast du das wahrgenommen? Also, ich weiß nur, ich war beim Testspiel in Hannover bei der zweiten Mannschaft. Das war das erste Testspiel in der Sommerpause, also nach der Sommerpause. Und da war dann die Kommunikation noch gar nicht so richtig, ob Lumpi jetzt Kapitän ist oder nicht. Und unser Mannschaftsbetreuer, also Marco Rose, hat ihm die Kapitänsbinde auf den Platz gelegt und gesagt, du bist Kapitän und fertig. Also wie viel Kommunikation dahinter stand, weiß ich nicht. Vielleicht gab es auch keine Kommunikation, weil es einfach, feststand. Er ist so eine Ikone bei Fortuna, da kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch keine andere Wahl gibt oder hättest du jemand anders vielleicht lieber als Kapitän gesehen? Das ist so eine Sache. Es gibt natürlich immer diese zwei Möglichkeiten. Nimmst du den erfahrenen Spieler, der die anderen an die Hand nehmen kann, also Lumpi in unserem Kader,
Oder gibst du einem jungen Spieler die Chance, in diese Rolle reinzuwachsen, wie es ein Moritz Montag machen könnte oder ein Leroy Quadwo? Man hat sich dagegen entschieden. Die zwei Möglichkeiten gibt's und ich glaube, echt so großer Unterschied ist da nicht. Dann gibt es noch was zu Lumpi Lambert zu sagen? Wie hast du ihn bis jetzt in den ersten Spielen so erlebt? Auch als Leistungsträger, das, was man so lesen konnte, führte genau zu das hin, dass er wirklich Leistungsträger bis jetzt war. Ja, das sehe ich nicht so. Also vom Spielerischen ist natürlich Lumpi nie einer der Stärksten im Kader gewesen, ob bei der ersten Mannschaft oder in Dresden oder jetzt bei uns. Spielerisch können andere viel mehr. Es liegt bei ihm natürlich ganz einfach daran, dass er die Jungs leiten kann, mit seiner Laufstärke mal ein bisschen rangeht, mit seiner Aggressivität, das Team ein bisschen zusammenhalten kann. Spielerisch, ja, gut, ne? Zweikämpfe ist okay und dann Bälle verteilen geht auch noch, aber spielerisch sind andere deutlich stärker. Spielerisch war Lumpi ja nie so die der Überflieger, die Granate, wenn man so möchte. Jemand, der vielleicht in der Offensive sich dazu entwickeln könnte, ist Amir Falahan. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der kommt nämlich von unserem Lokalrivalen, wenn man so möchte, Fortuna Köln. Er hat letztes Jahr in der dritten Liga 15 Spiele gemacht, 3 im Mittelrhein-Pokal, aber da auch nur tatsächlich ein Tor geschossen. Wie siehst du seine Rolle und denkst du, er kann der Fortuna weiterhelfen? Also wenn man so Amir neben dem Platz trifft oder auch gesehen hat in den Testspielen, er will natürlich auch diese Führungsrolle einnehmen, da er schon 25 Jahre alt ist, also älter als die meisten anderen bei uns im Kader, die mehr so 18, 19, 20 sind. Er nimmt die schon an die Hand, geredet auch mal deutlich dagegen, wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, ist jetzt im Moment verletzt. Als Stürmer gut für die Regionalliga eigentlich. Man hat in den Testspielen gesehen, dass er was kann. Aber da muss er natürlich in den Pflichtspielen auch nochmal was zeigen. Bisher gab es nur diese paar Minuten, eine Halbzeit gegen Ferl. Und jetzt ist er wieder verletzt. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ist es denn eine schwerere Verletzung oder denkst du, er wird in den nächsten Wochen zurückkehren? Ich glaube, er hatte vor dem Spiel gegen Ferl schon mal eine Blessur, weil er in dem Spiel davor gegen Lippstadt auch schon gefehlt hat. Und die ist wohl wieder aufgebrochen. Es war ein bisschen an der Wade und er hat sich nicht gut gefühlt jetzt gegen Strahlen und hat sich deshalb auf die Tribüne gesetzt. Kann schneller gehen. Wer weiß, wie lange das wieder bis es verheilt oder ob es nochmal aufbricht. Da muss man einfach weitersehen. Das ist auf jeden Fall recht. Drücken wir natürlich die Daumen für ihn. Jetzt haben wir mit Leandro Goralski jemanden, der auch aus Viktoria Köln kommt, aus der Regionalliga West, die Liga also sehr gut kennt und die Innenverteidigung so ein bisschen führen und stabilisieren soll. Wie nimmst du ihn wahr jetzt, wie nimmst du ihn wahr, dass er wieder jetzt bei der Fortuna spielt und zu uns zurückgekehrt ist nach 2 Jahren, glaube ich? Es war ein Jahr, war er jetzt weg bei Viktoria Köln. Er war natürlich vorher schon Führungsspieler bei uns. Das hat man früher schon gesehen, das hat man jetzt auch wieder gesehen, dass er sich wieder da ganz normal einreiht als Führungsspieler. Er gibt immer das alles, er weiß, dass Fortuna sein Verein ist, weil er war von 2011 bis 17 hier, ist jetzt wieder nach einem Jahr wiedergekommen, weil er gesagt hat, Viktoria Köln bringt ihm nichts. Und hier hat er sich immer wohlgefühlt, es ist sein Verein. Er fügt sich ganz normal ins Team ein, hat eine Kopfballstärke, die er jetzt gerade noch nicht gezeigt hat. Aber wenn er wieder seine Ruhe reinkriegt, weil er hatte wenig Einsatzzeiten bei Viktoria Köln, dann wird das wieder eine große Nummer in der Innenverteidigung für uns und ein Stabilisator, dass es da hinten nicht mehr so häufig klingelt wie in den ersten paar Spielen jetzt gegen Ferl oder auch gegen Strahlen. Er hat halt kommt gesamt für Viktoria Köln auf 14 Spiele, das Regionalliga West, den Mittelrhein-Pokal und die Mittelrhein-Liga, glaube ich, auch mit dabei genommen. Also so wirklich der Durchbruch für ihn war es dann leider nicht. Wir haben tatsächlich mit dem Wiesner einen, der so ein bisschen verletzungsgeplagt ist, und da weiß man auch nicht,
wie es weitergeht. Ist ja Nick Tyson direkt sein Ersatz, wenn man das so plakativ formulieren möchte? Also, ich habe viele Testspiele gesehen und wir waren beim ersten Spieltag alle überrascht, dass Jannik Tyson überhaupt im Tor stand. Wir haben alle damit gerechnet, dass Maduka Okoye bei uns im Tor steht und unsere Nummer 1 ist. Er kommt aus der eigenen U19, wo er zumindest ein Jahr gespielt hat. Jannik Tyson wurde direkt aus der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln geholt. Aber anscheinend waren sich alle Trainer einig, dass Jannik Tyson der Bessere ist. War auch in beiden Trainingslagern der ersten Mannschaft. Maduka Okoye auch, der jetzt auch sowieso wieder verletzt ist, hätte Jannik Tyson sowieso wieder gespielt. Aber bisher macht er einen sehr guten Eindruck in den Pflichtspielen. Der kann schon was. Also er hatte überragende Paraden, sah vielleicht bei ein, zwei Gegentoren nicht so gut aus, aber eigentlich die meiste Zeit doch schon ein guter Torwart gewesen. Okoye hat ja letztes Jahr auch ein paar Spiele gemacht. Siehst du die beiden auf einem Niveau oder siehst du Tyson tatsächlich momentan vor ihm? Ich glaube, es sind beide auf einem Niveau, also die nehmen sich nicht viel. Deshalb ging die Trainerentscheidung auch Richtung Tyson. Man hätte sich genauso für Okoye entscheiden können. Ich glaube, er hat letztes Jahr 5 Spiele gemacht, dabei kein Gegentor kassiert in der Regionalliga West. Das zeigt schon ein bisschen, dass er seine Stärken hat. Aber Jannik Tyson hat auch seine Leistung jetzt gebracht in den Pflichtspielen und dem gönne ich es dann genauso, wenn er seine Leistung bringt und zeigen kann, dass er ein guter Torwart werden kann. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen an der 11 gegen Ferl orientieren, dann haben wir auf jeden Fall den Torschützen zu diesem 3-1, ist Dustin Willems. Wie schätzt du ihn ein? Er kam auch aus der U19 und konnte sich natürlich mit einem Tor beweisen. Er spielte in diesem 5-3-2 direkt neben Kai Tomiyake. Dustin Willems ist natürlich eine Überraschung aus der Vorbereitung. Natürlich, Amir Falahin ist verletzt, deshalb viele Stürmer haben wir dann nicht mehr. Yannick Tepe könnte diese Position noch spielen. Da musste Carlo Igor Majic haben wir natürlich, aber gegen ihn hat er sich durchgesetzt. Also Willems steht auf jeden Fall vor Majic bei uns. Und mit seinem Tor hat er schon gezeigt, dass er was kann. Und in der Vorbereitung war er auch nicht ganz so schlecht. Also ihm traue ich noch was zu. Mal schauen, wie weit er sich entwickeln kann. Ist Carlo Majic tatsächlich so schlecht? Oder wirkt es einfach nur öfter mal so, weil... Er kam mit Vorschusslorbeeren eigentlich letzte Saison in die erste. Dort hat man sich eigentlich viel von ihm versprochen, aber danach sank sein Stern irgendwie sehr rapide. Ich glaube nicht, dass Carlo Igor Majic schlecht ist, aber irgendwie passt, entweder er passt nicht ins System oder er kriegt seine Leistung nicht auf den Platz. Also er hat schon gute Aktionen drin, aber manchmal ist das halt so ein Phantom auf dem Platz. Und man sieht ihn dann einfach gar nicht. Aber er hatte auch gute Anzeichen in der Vorbereitung. Aber Dustin Willems hat sich anscheinend bei unserem neuen Trainer durchgesetzt. Und Carlo Igor Majic sucht ja auch einen neuen Verein. Vielleicht wechselt er noch. Das steht noch in den Sternen. In welche Liga geht es denn für ihn? Geht es eher Richtung zweite Liga? Bleibt er in der Regionalliga in irgendeiner? Oder wird es dann doch die Mittellösung, die dritte Liga? Kannst du da so eine Einschätzung geben, wie du ihn selbst einschätzt? Denn wenn man sich mal Transfermarkt.de nimmt, ist es immer so ein bisschen mit den Fingern dieses komische Anführungszeichen machen. Weil dann ist er nämlich der 6-teuerste Spieler im Kader der Zweiten. Na klar, Transfermarkt.de ist auch ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber wie siehst du das? Also ich glaube schon, dass er einen höheren Anspruch hat an die Regionalliga West, also schon eher nach oben guckt, aber ich glaube, dass er auch für mehr Einsätze auch in der Regionalliga bleiben würde oder vielleicht auch ins Ausland. Vielleicht ergibt sich ja was in seiner Heimat in Tschechien oder sonst wo. Die Engländer kaufen ja gerne jetzt für viel Geld ein. Ich glaube, die unteren Ligen können auch noch Spieler holen. Bin mir aber da nicht sicher. Ja, doch, die Premier League und die Championship sind schon geschlossen. Aber die unteren Ligen, die dürfen noch bis zum 31. August verkaufen und einkaufen. Ja, vielleicht findet er ja da was, aber
Vielleicht bleibt er auch einfach und versucht sich hier noch durchzusetzen. Das weiß ich alles nicht. Jetzt haben wir natürlich zwei Leute, die sich, also zwei Spieler, die eigentlich darauf gehofft haben, sich in der ersten durchzusetzen mit Gökhan Gül und Anderson Lukoki. Lukoki ist momentan gesperrt. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er tatsächlich noch hat, weil ich nicht weiß, ob die Regionalliga West-Spiele tatsächlich zählen oder ob er die Bundesliga-Spiele zählen. Da bin ich ein bisschen verloren. Weißt du da was Besseres? Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel er sich den Platzverweis eingehandelt hat. Wenn es in der Regionalliga war, dann... Ah ja, stimmt, am letzten Spiel. Am letzten Spiel in der Regionalliga, wo... Ja, dann müssen die Spiele zählen in der Regionalliga West. Wo komplett überraschend er sich eine Tätigkeit abgeholt hat. Ja. Was man von ihm so, wenn man... ich hatte mal die Ehre, kann man fast sagen, ein paar Mal mit ihm zu sprechen. Jetzt in der Vorbereitung. Da habe ich das Gefühl gehabt, ey, das ist eigentlich... total netter, lieber Kerl. Wie das passieren konnte, keine Ahnung. Aber denkst du, Anderson Lukoki und Gökhan Gül haben noch eine Chance, sich in die erste Mannschaft irgendwie reinzuspielen? Oder ist ihre Destination erstmal Regionalliga West und dann vielleicht ein anderer Verein in der zweiten Liga? Ich denke ja, dass beide noch verliehen werden, weil je nachdem, wer jetzt noch für die Innenverteidigung geholt wird, bei der ersten Mannschaft, ob es jetzt ein Kaminski ist aus Stuttgart oder sonst wer, die wollen ja einen erfahreneren, dann stehen vor Gül immer noch Hormuth, Hoffmann und Eihahn. Ob wir fünf Innenverteidiger in der Bundesliga brauchen, weiß ich nicht. So, dann gibt man ihn nicht ab, dann spielt er weiter bei uns in der Regionalliga. Auf der Linksverteidigerposition von Lukoki ist natürlich ein bisschen mehr Radau. Man hat Contento, man hat Gieselmann, man hat Ciadas jetzt aus der U19 hochgeholt, man hat Lukoki selbst. Da ist natürlich, ein Kahn Eihahn kann natürlich auch da links spielen. Und da ist die Konkurrenz sehr groß. Ob da noch einer verliehen wird, Ciadas, Lukoki, das weiß ich auch nicht. Und der andere spielt dann wahrscheinlich bei uns in der zweiten. Wir waren so ein bisschen überrascht, weil Anderson Lukoki halt irgendwie keine Rolle mehr zu spielen scheint in den Kaderplanungen. Er hat sich zu U20-Nationalspieler gemausert, durfte auch in dieses DFB-Trainingslager vor der WM mitreisen, was eigentlich alles Pluspunkte für ihn sein sollten, aber irgendwie sieht man das bei Fortuna anders. Jetzt können wir wieder philosophieren, ob Friedhelm Funkel nur auf alteingesessene Spieler steht, aber das irgendwann vielleicht mal in einem anderen Podcast. Jetzt haben wir noch Tyler Dumann, der jetzt auch für die erste Mannschaft aktiv ist. Ich glaube, er wird weiterhin für die Regionalligamannschaft ein Stammspielerpotenzial sein. Oder siehst du das anders? Ich gehe auch davon aus, dass er weiter bei uns in der zweiten spielen wird. Hat ja jetzt auch wieder gegen Strahlen gespielt, hat das Tor geschossen zum 1-0. War ein schönes Tor, oben rechts im Winkel vom linken Strafraumeck. Aber ich glaube nicht, dass er das Zeug hat, in der Bundesliga zu bestehen. Und entweder er bleibt bei uns in der zweiten oder er wechselt, geht in die dritte Liga, weil er es nicht mehr in der Regionalliga aushalten kann. Das weiß ich leider auch nicht. Jetzt haben wir natürlich auch noch Spieler wie Leroy, wie heißt der? Quado. Leroy Quadvo, ja. Quadvo, okay. Jetzt haben wir natürlich noch Leroy Quadvo, der auch eine sehr starke Vorbereitung gespielt hat und auch in den ersten Spielen ziemlich gut wegkam, was in einer schwach spielenden zweiten eigentlich ziemlich leicht war. Ist er so gut, wie es jetzt scheint, oder ist er einfach nur momentan ein Talent, was sich gegenüber anderen durchsetzt? Quadvo ist schon, also auf jeden Fall der vielseitigere Innenverteidiger gegenüber Leander Goralski bei uns im Team. Er kann links in der Abwehr spielen, er kann rechts in der Abwehr spielen, er spielt Innenverteidiger. Da, wo er gerade gebraucht wird, ist er da, macht seine Sache immer ganz gut. Sein Vater ist da, tritt ihm in den Hintern, wenn er irgendwas falsch macht. Das ist, also er ist auf jeden Fall im Moment der stärkere unserer Innenverteidiger, da Leander Goralski sich anscheinend noch ein bisschen einfinden muss.
Und Quadwo hat letzte Saison am Ende an der Seite von Yannick Schneider schon gezeigt, dass er ein guter Innenverteidiger werden kann. Und da sehe ich ihn auch weiterhin bei uns im Kader, dass er sich weiterentwickeln kann, um vielleicht mal oben anzugreifen. Wenn wir mal bei dem Fairspiel bleiben, hat dann Ered neben Laws gespielt. Die beiden wirken tatsächlich wie so ein bisschen Platzfüller, wenn man sich den Kader anguckt, neben Duman und vielleicht auch unserem kanadischen Talent, kann man mit 22 nicht mehr sagen. Wie ist nochmal? Keans Froze. Der fühlt sich so ein bisschen, ja. Fühlen die beiden sich so ein bisschen die Lückenfüller im Kader? Ja, eher nicht. Also eigentlich sitzt unser Stammsechser da, also wenn man Lumpy mal außen vor lässt, einer von beiden wird neben Lumpy auf der 6 spielen, wenn wir mit Doppel-6 spielen, weil Keans Froze ist mehr auf außen und da wir mehr in so einem 4-2-3-1 spielen, spielt Tyler Duman dann den Zehner, ein Stürmer davor, Jacke auf außen, Froze auf außen und dann hat man die Mannschaft schon fast im offensiven Bereich mit den Sechsern aufgestellt. Deshalb, Sarah Ehret ist auf jeden Fall der bessere im Moment von beiden. Joshua Laws macht gerade einen riesen Schritt, hat sich gut entwickelt in der Vorbereitung, aber unsere Trainer sehen Sarah Ehret auch noch vor ihm. Hatte jetzt ein schlechtes Spiel gegen Ferl in der ersten Halbzeit, wurde dann auch konsequent ausgewechselt. Aber eigentlich sind das unsere zwei Sechser, die mit Lumpy um den Platz auf der Doppel-6 kämpfen. Das schaut auch so ein bisschen aus, wenn wir uns einfach mal die Elf gegen SV Strahlen einfach mal angucken. Dann fällt halt auf, dass Duman dann in die offensive Rolle rutscht, die Lamberts noch gespielt hat gegen Ferl. Und wir haben dann natürlich auch noch mit Uhaya Oktay jemanden, der dann auf dem linken Flügel gespielt hat. Bevor wir zu Moritz Montag kommen, erklärst du uns nochmal kurz die Rolle von Uhaya Oktay, weil der scheint irgendwie immer reinzurutschen, wenn das System sich ändert, fällt mir gerade auf in den ersten drei Spielen. Also bei Uhaya Oktay war das, er hatte ein bisschen länger Sommerpause, da er bei der U21 EM für die Türkei gespielt hat. Da hatte er ein bisschen mehr Pause, hat dann das Spiel gegen Lippstadt verpasst und kam dann erst wieder. Dann durfte er in Ferl zumindest noch die zweite Halbzeit spielen. Und dann hat sich natürlich abgezeichnet, dass Muhaya gut in unsere Mannschaft passt und hat dann auch gegen Strahlen folgerichtig in der Startelf gestanden, hat das ganze Spiel durchgespielt, war auf jeden Fall einer der Besseren auf dem Platz. Man hat gesehen, dass er technisch gut ist, den Ball nach vorne treiben kann, mal die eine oder andere Flanke schießen kann. Also Muhaya, für mein Empfinden auch ein kleiner Schritt vor Duman, aber da muss man wieder die Trainer entscheiden lassen. Die, die Trainer. Kommen wir zum, oder, ist mir eine Knut aus der Zunge nehmen. Zum Trainer kommen wir gleich. Ich möchte noch kurz zwei Personalien mit dir ansprechen. Du musst mir einmal die Personalie Moritz Montag erklären. Irgendwie scheint er nicht für Aufsehen zu sorgen, obwohl jedes Mal, wenn wir sprechen, lobst ihn auf der Rechtsverteidigerposition. Ja, den Himmel will ich nicht sagen, aber du beschreibst ihn als sehr talentiert. Natürlich auch als sehr führender Spieler aktuell von der zweiten. Das ist richtig. Moritz Montag ist für mich einer, der richtig gut sich entwickelt hat bei uns in der zweiten. War gut auch schon in der U19 davor. Hätte auch ein Kapitänsanwärter sein können, wenn Lumpy nicht zurückgekommen wäre. Der hat alles, was du für den Rechtsverteidiger brauchst. Er kann gut verteidigen, wenn er nicht gerade mal eingeschlafen ist. Was eben manchmal passiert auf dem Platz, vor allem die ersten 15 Minuten, beide Halbzeiten. Er ist gut nach vorne, er ist gut nach hinten, schläft manchmal ein, was noch seine Schwäche ist, aber sonst ist das ein guter Rechtsverteidiger, wo ich verwundert bin, dass ihm noch kein Profivertrag angeboten wurde, aber dann dem Georgios Tsiadas, obwohl wir schon drei Linksverteidiger haben, noch einen vierten Linksverteidiger hochholen, obwohl wir nur Zimmer als Rechtsverteidiger hatten, wo es Moritz Montag auch verdient hätte. Aber anscheinend ist er im Verein nicht so hoch angesehen oder wird übersehen, weil er eigentlich sehr
nicht sehr auffällt auf dem Platz, weil er seine Arbeit einfach gut macht als Rechtsverteidiger. Und ein paar Nadelstiche nach vorne reichen anscheinend nicht, um sehr aufzufallen. Er ist jetzt 20, also so langsam müsste so der Sprung meiner Meinung nach zumindest konstant in das Profitraining kommen, um da wirklich eine Chance zu haben. Was aber auffällt, wenn man in den Kader der Zweiten guckt, die sind wirklich alle ziemlich jung. Du hast viele 18-, 19-Jährige auf jeden Fall dabei. Ein paar werden demnächst 20, ein paar sind jetzt erst 20 geworden. Ist das diese Saison besonders auffallend? Weil wenn ich mir die Abgänge mal so reingucke, ja, dann fällt schon auf, dass das eher ältere Spieler sind. Also, ich glaube, letztes Jahr hatten wir auch schon das jüngste Team der Regionalliga West. Es liegt halt daran, dass wir viel auf die eigene Jugend bauen in der U23. Das heißt, es kommen relativ wenige Spieler von außerhalb. Und dafür kommen dann aus der U19 viele Spieler hoch. Wir haben dieses Jahr 7 Spieler aus der eigenen Jugend hochgeholt, haben dazu ein paar Verstärkungen aus anderen Mannschaften geholt. Leander Goralski ist Rückkehrer, was auch fast schon nicht mehr zählt, dass er von einem anderen Verein kommt. Lumpi Lamberts ja genau dasselbe. Und dann hat man halt ein paar Verstärkungen noch geholt mit Amir Falahin, damit das mit dem Alter noch ein bisschen ausgeglichen wird. Und sonst auch nur jüngere Spieler von außen, Yannick Theissen, Yannick Tepe und Tim Kaminski. Also, wenn man sich das so anschaut. Und gegangen sind dann natürlich Spieler, die schon länger hier waren, aus der U19 hochkamen. Oder Spieler, die es nicht in ihrem ersten Jahr geschafft haben und die dann gehen durften. Oder sowas wie Tarsis Bonga, wo sich auf einmal der FSV Zwickau für interessiert hat und er dahin gegangen ist. Ja, kommen wir doch direkt mal zu den Abgängen. Ich wollte zwar nicht mit Bonga einsteigen, aber machen wir das doch mal. Er ist nach Zwickau gewechselt, das sogar ablösefrei. Hat man sich da einfach auf eine Vertragsauflösung geeinigt oder ist der Vertrag einfach ausgelaufen? Ich glaube, er hatte nur ein Jahr Vertrag bei uns. Also ich glaube, der Vertrag ist einfach ausgelaufen und er konnte sich aussuchen, was er macht. Und er hatte natürlich auch Angebote von Fortuna, aber das Angebot hat er ausgeschlagen. Wenn man in der dritten Liga spielen kann, ist das natürlich selbstverständlich. Stand jetzt auch für Zwickau in der Startelf am ersten Spieltag, hat auch ein Tor geschossen. Danach nochmal in der Startelf, jetzt am vierten Spieltag wieder in der Startelf. Also er hat wohl sein neues Zuhause gefunden. Das ist schön für ihn. Gibt's denn Abgänge, wo du sagst, ja, außer vielleicht Tarsis Bonga, da bin ich ein bisschen, ja, traurig ist das falsche Wort, weil man ist immer optimistisch für die Zukunft, aber sagen wir, die hättest du gerne dieses Jahr noch gesehen, weil du das Gefühl hast, die hätten vielleicht dieses Jahr diesen Sprung in die Startelf oder vielleicht auch in die erste Mannschaft geschafft. Also am traurigsten bin ich bei Yannick Schneider, dass er wieder gegangen ist. Er kam letztes Jahr von Fortuna Köln zur zweiten und hat eine sehr gute Saison in der Innenverteidigung gespielt. Leroy Quadburg hatte immer einen, wo er sich dran festhalten konnte und ist dadurch ein stärkerer Innenverteidiger geworden, dass er an seiner Seite war. Dass er jetzt nicht mehr in der Innenverteidigung spielt, ist natürlich nicht so gut. Dafür haben wir dann Leander Goralski zurückgeholt, was es dann ein bisschen ausgleicht. Aber sonst von den Abgängen, davon haben einige kaum gespielt. Emre Can hat fast nicht gespielt. Tufik Nachiri war verletzt lange. Shunya Hashimoto ist so ein sehr schwerer Typ, hat natürlich ein paar Tore geschossen, aber den muss man auch erstmal in so ein Team einbauen können. Und die anderen haben kaum eine Rolle gespielt letzte Saison. Thorsten Stuckmann wurde nur so als Torwart geholt, weil unsere andauernd verletzt waren. Ja. Dann war es das eigentlich schon mit den Abgängen. Kommen wir dann einmal zu einer Personalie, die so ein bisschen im Raum steht und wo keiner eigentlich weiß, was aktuell Sache ist. Vielleicht hast du da ein paar Informationen für uns und die Zuhörer, die man so nicht erfährt. Es geht natürlich um John Deckie, der irgendwie noch gemeldet ist für die zweite, aber überhaupt bei Fortuna nicht mehr gesehen wurde und auch gar nicht mehr im Training oder irgendwo auftaucht. Und es spricht aber auch keiner gegen ihn. Und wenn man da mal eine journalistische Anfrage stellt, dann kommt da auch nichts zurück. Ist er vom Typ her so schwierig, wie man das hört? Also,
Über den kann ich gar nichts sagen. Er wurde für die erste Mannschaft geholt. Man hat wohl gedacht, man kann ihn in der zweiten Mannschaft parken, um ihm Spielpraxis zu geben. Das funktioniert nicht, da er aus dem Senegal kommt und keine Spielberechtigung für die Regionalliga West bekommen hat. Deshalb konnte er da keine Spielpraxis sammeln. Deshalb habe ich ihn nie gesehen, außer in zwei Testspielen. Da hat er nicht viel gesprochen, ist auf den Platz gegangen, hat sein Ding gemacht, ist wieder vom Platz gegangen und fertig. Ob das ein schwieriger Typ ist, keine Ahnung. Ob der gut ist, in den zwei Testspielen konnte man das nicht so erahnen. Also viel hat man da von ihm ja nicht gesehen. Man hat ihn bei der zweiten nicht gesehen, bei der ersten nicht. Man hat in der Presse nichts mehr darüber gelesen. Ja. Ich weiß von diesem super seriösen Medium Instagram, dass er sich aktuell in diesem Trainingsjugendcamp da im Senegal aufhält. Die haben ja doch diese komische Akademie, ich habe gerade den Namen verdrängt. Da hält er sich wohl im Moment fit, aber was genau dahinter steckt, habe ich auch keine Ahnung. Vielleicht lässt sich das dann in der Zukunft mal klären. Jetzt mussten wir einmal noch kurz den neuen Trainer bewerten. Ich denke, nach 3 Spielen plus Vorbereitung kann man so ein erstes Resümee ziehen. Ah, Nico Michati, sehr netter Typ. Er ist halt immer für die Jungs da, dann die können ihn fragen, das, was ein Trainer macht. Er ist noch relativ jung, hat doch schon sehr viel Erfahrung gesammelt beim FSV Frankfurt und wo er sonst noch überall war. Aber es ist viel über ihn zu sagen. Ruhiger Trainer, also er brüllt nicht so viel. Natürlich, wenn es Fehlentscheidungen gegen sein Team gibt, dann kann er schon mal ein bisschen lauter werden. Aber im Gegensatz zu unserem letzten Trainerteam, Taschkin Aksoy und Matthias Jack, doch deutlich ruhiger an der Seitenlinie mit Michati und Sinkiewicz aus der zweiten Mannschaft vom 1. FC Köln. Aber sonst, man kann ihn arbeiten lassen, man kann mal 2-3 Worte mit ihm wechseln. Angenehme Person. Dann ist das doch auch schon gar nicht mal verkehrt. Kommen wir mal zu dem aktuellen Geschehen, denn man steht ziemlich weit unten in der Tabelle, aktuell auf Platz 16. Ich weiß, nach 3 Spielen ist es noch gar nicht so leicht zu sagen, wo die Reise hingeht. Man hat aktuell 2 Punkte. So ein bisschen im Kontrast dazu, zu den aktuellen Ergebnissen, steht, dass man eigentlich, jetzt sage ich mal wieder eigentlich, weil jetzt nehme ich mal wieder Transfermarkt als Quelle, halt so im Mittelfeld sich begibt, wenn man sich den Gesamtkaderwert, den die taxieren, anguckt. Ist der komplett aus der Luft gegriffen oder liegt es tatsächlich, dass man viele Verletzte hat und halt auch viele Spieler zur ersten zum Test spielen müssen? Wenn ich mir so den Kader angucke, da sind ja dann auch so Spieler wie Lukoki und Gül eingerechnet, die eigentlich zum ersten Kader gehören sollten. Oder sowas wie Lamberts und Flos und Duman, die dann auch ein bisschen höheren Marktwert dann schon generiert haben durch ihre Spiele. Ich glaube, das ist ein bisschen geschönt, dadurch, dass wir nur eine zweite Mannschaft sind und keine erste Mannschaft, die in diesem Bereich spielt. Weil Wiedenbrück sehe ich dann doch schon ein bisschen stärker an, obwohl die niedrigeren Marktwert haben, aber das sind alles eingefleischte Regionalligaspieler, die haben viel Erfahrung in dieser Liga und können sich da doch ein bisschen mehr behaupten als unsere jungen Spieler, die da erstmal reinwachsen müssen. Also ist das Ganze tatsächlich so ein bisschen geschönt. Jetzt gebt uns nochmal tatsächlich eine Bewertung der ersten 3 Spiele ab. Denkst du, es wird ein Aufwind noch kommen? Oder denkst du, man wird wirklich wie angekündigt und gegen den Abstieg spielen und dann natürlich den auch verhindern? Ja, ich glaube, dass wir schon unser Ziel ist, nicht abzusteigen, so wie es letzte Saison auch war. Dafür müssen wir natürlich die Aufsteiger hinter uns lassen. Was jetzt mit schon gegen Lippstadt nur ein Unentschieden, gegen Strahlen nur ein Unentschieden, die Aufsteiger sind, schon mal schwerer geworden ist, weil man da sich eigentlich schon 3 Punkte ausgerechnet hatte. Aber diese Liga ist natürlich stark durch die ganzen Traditionsmannschaften, die man da rumlaufen hat, die zweite Mannschaften, die auch noch da rumrennen, Gladbach, Dortmund und Köln, die Mannschaften Wuppertal, Oberhausen, Viktoria Köln, Rot-Weiß Essen. Das
Das sind natürlich alles keine Laufkundschaft für uns und da muss man sich natürlich durch die ganze geballte Power von denen mit den jungen Spielern erstmal durchsetzen. Aber da ist es dann doch besser, erstmal nach unten zu schauen und irgendwie vier Mannschaften hinter sich zu lassen und nicht so stark nach oben zu gucken. Auch wenn man in der Vorbereitung das ein oder andere Spiel, das Vorbereitungsspiel gegen Hannover direkt das erste war echt stark, dann hat man auch noch gegen Steinbach, die in der Regionalliga Südwest spielen, auch ein gutes Spiel gemacht mit dem 1-1. Dann kamen die schlechteren Ergebnisse, wo man auch gegen Oberligisten dann verloren hat. Aber sonst, das Spiel gegen Lippstadt war halt so ein typischer erster Spieltag. Chancen auf beiden Seiten, genutzt hat sie keiner, so ein lauer Sommerkick. In Ferl hatten wir gute Chancen, hätten das Spiel ausgleichen können. Man wurde ausgekontert, hat einen Sonntagsschuss kassiert. Kann passieren. Jetzt gegen Strahlen. Es war ein Freistoßtor von Strahlen. Sie hatten auch gute Chancen, aber unser Torwart war gut aufgelegt. Ob er dann noch was kassiert hätte, ist fraglich. Ob er das Spiel dann... Aber aus den Händen gegeben haben wir es auf jeden Fall. Die erste Halbzeit war deutlich besser. Aber da ist schon Potenzial in der Mannschaft, dass man da Punkte holen wird und hoffentlich auch vier Mannschaften hinter sich lässt. Aktuell hat man hinter sich den ersten FC Kahn Marienborn und natürlich auch Alemannia Aachen, die so ein bisschen die Enttäuschung dieser Saison sind, weil die ja einfach gefühlt ein paar Abgängen den Kader von letzten Jahr gehalten haben und sich damit vielleicht so ein bisschen im oberen Durchschnitt eigentlich befinden, aber manchmal kriegt man es halt nicht so auf den Platz. Eine Mannschaft, die man dieses Jahr auch schwer einschätzen kann, ist der nächste Gegner von Fortuna. Am 19.8. spielt die zweite in Gladbach gegen die zweite der Borussia. Denkst du, da kann man den nächsten Schritt setzen? Denn die haben aktuell 2 Punkte mehr als unsere zweite. Gladbach ist immer so ein Sonderphänomen für Fortuna. Da läuft es entweder richtig gut oder richtig schlecht. Ich glaube, die letzten Jahre war es mehr so richtig schlecht. Gladbach liegt uns nicht so, aber da kann man sich schon mal Punkte ausrechnen. Sie sind mit einem Sieg und einem Unentschieden gestartet, was gut ist. Aber ich glaube, am Anfang der Saison ist dann noch schwer zu sagen, wie die Mannschaften wirklich drauf sind, wenn man nicht so viel von denen gesehen hat. Und in der Regionalliga sieht man ja normalerweise nicht so viel, dass man... Man hat eine Internetseite, Sporttotal TV, glaube ich, da kann man ein paar Spiele sehen. Aber ist halt nicht wie Bundesliga, wo jedes Spiel ausgestrahlt wird, dass man sich einen Überblick über alle Mannschaften machen kann. Ja, somit habe ich eigentlich meine Punkte so ein bisschen abgehakt. Gibt es tatsächlich noch was, worüber du sprechen möchtest? Ich würde mir wünschen, dass mal ein paar mehr ins Stadion kommen, wenn es die Zeit erübrigt, dass man dann mal ins Stadion kommt, ins Palladio-Stadion, die zweite unterstützt. Wenn die erste gerade mal nicht spielt oder auswärts spielt, dann kann man ja auch mal ins Stadion gehen. Ist immer ein Besuch wert bei uns, das schöne Palladio-Stadion mal zu sehen. Und auch viele waren am ersten Spieltag 1500 Zuschauer wegen Lumpi. Von mir aus sollen sie wegen Lumpi kommen, obwohl es mir lieber ist, wenn sie für die Mannschaft kommen würden oder einfach um Fußball zu gucken. Da hast du natürlich vollkommen recht. Unterstützt die zweite und wenn ich das gerade richtig sehe, spielt die zweite leider genau, wenn die erste tatsächlich auch spielt gegen Alemannia Aachen. Das wäre natürlich ein geiler Kick gewesen. Ich verstehe so ein bisschen die Politik, in dem Sinne, dass man sagt, ja, gegen Alemannia Aachen wäre sonst ein Gefahrenspiel. Ist das denn wirklich noch so, dass die zweite von Fortuna so viel Gefahr mit in die Regionalliga bringt, wie man das mal früher angepriesen hat? Wir bringen gar keine Gefahr mit, weil unsere Ultras kommen sowieso nicht, auch wenn wir hatten letztes Jahr das Spiel gegen Rot-Weiß Essen, da hätte man auch kommen können, kamen sie auch nicht. Gut, die waren alle in Nürnberg, aber auch die Jahre davor, wenn wir Spiele hatten gegen Essen, Aachen, es war nie jemand da. Man hat versucht, das parallel zu legen,
aber auch gegen andere Teams. Es kommt einfach niemand, deshalb viel Gefahren sehe ich da nicht. Rot-Weiß Essen bringt 300 Zuschauer mit. Aachen bringt schon mal ein bisschen mehr mit, aber eigentlich ist es gut gesichert bei uns, da kommt, passiert nichts. Ist das denn ein Phänomen, was erst in den letzten Jahren so aufgetreten ist, dass die Zweite da wenig Support erhält? Weil ich das Gefühl hatte, dass das früher mal anders war, zu der Zeit, wo ich noch regelmäßig bei Fortuna unterwegs war, vor so, ja, sagen wir 3 Jahren. Da hatte ich das Gefühl, dass es da noch nicht so war, denn ich war auch regelmäßig mal bei der Zweiten im Paul-Jahn-Stadion. Ja, also ich mache das jetzt 3 Jahre, fast 4, glaube ich. Ich hatte schon Spiele gegen Lotte kurz vor Weihnachten, da waren 55 Leute im Stadion, das war vor 3 Jahren vor Weihnachten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass viele Zuschauer in den letzten Jahren da waren. Da war dann mal vereinzelt, wo dann aufgerufen wurde von den Ultras, dass sie ins Stadion kommen. Dann waren mal 1000 Zuschauer da, aber häufig passiert das nicht. Dann machen wir nochmal kurz Werbung, denn alle, die am 2.9. keinen Bock haben, nach Leipzig zu fahren, können ja vielleicht die Zweite in Dortmund unterstützen. Der Weg ist nicht so weit. Ich glaube, mit dem Rego ist es tatsächlich eine Dreiviertelstunde maximal. Und da würden sich die Leute natürlich auch tierisch drüber freuen. Natürlich braucht die Mannschaft vor allem jetzt auf jeden Fall auch Unterstützung. So, dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende. Jetzt muss ich mit dir natürlich nochmal ein Phänomen besprechen. Ihr kennt alle den Micha. Das ist normalerweise mein Co-Host, mein Co-Moderator unseres Megafon 95, wenn wir den Spieltag-Rückblick machen, wenn man so möchte. Wir hatten vor, eigentlich letzte Saison schon Diskussionen über Stadionsprecher, die immer dieses Danke, bitte machen. Kannst du das irgendwie erklären? Wird es auf der Stadionsprecherschule so beigebracht? Oder ist das einfach nur ein Phänomen, was einfach die Zeit überdauert hat? Also, ich hoffe, dass das irgendwann mal durch ist, weil ich hasse diese Stadionsprecher, die mich dann voll labern im Stadion mit irgendwelchen Nonsenssachen, auch dieses Nürnberg 2, Düsseldorf 0, obwohl es 2-2 steht oder sowas, geht mir echt auf den Sack. Ich für meinen Teil, als ich damit angefangen habe, ich habe 2 Seiten mit Regeln bekommen, was ich nicht machen sollte, also irgendwie einen Gegner beleidigen oder sowas, was man sich aber selbst denken kann. Und sonst bleibt es eigentlich dem Stadionsprecher selbst, was er macht, wie er ansagt oder sonst was. Aber dieses Danke, bitte, mache ich nicht, werde ich nie machen, habe ich keine, weil es mich selbst nervt. Und dieses Fortuna 2, Gast 0 ist mir auch zu blöd. Aber das, dann warst du schon mal in Bremen in der Zeit, wo Hans Zeigler da Stadionsprecher ist? Nee. Der macht immer so ein tolles, wenn zum Beispiel letzte Saison war das, wenn Jiří Pavlenka eine gute Parade gemacht hat. Hat er immer geschrien, Jiří Pavlenka, unsere Nummer 1, geile Parade. Das ist wunderbar. Also, sowas steht zum Beispiel auch in den Regeln, zumindest die ich bekommen habe, dass man nicht irgendwie ins Spielgeschehen labern soll, weil irgendwas passiert. Das macht er in Leipzig, also, er macht das auch. Man soll die Spieler einfach spielen lassen und nicht noch irgendwie dazwischen quatschen, dass sie da alles mitkriegen. Man kann, wenn man irgendwas durchsagen muss, dann ist es halt so, zum Beispiel, wenn irgendjemand seinen Autoschlüssel verloren hat oder sein Handy oder sowas, die Zuschauerzahl durchsagen, aber unnötige Sachen, die auch den Gegner beleidigen könnten oder die das schlecht aufnehmen könnten, sollte man unterlassen, weil man den Gegner ja auch nicht aufstacheln will. Nein, da hast du natürlich vollkommen recht. Bist auf jeden Fall einer der sympathischeren Stadionsprecher, die es so gibt. Das ist auf jeden Fall der Fall, weil vielen geht's auf die Nerven, aber ich denke auch viele mögen das, ansonsten würden da wahrscheinlich nicht so viele tausend Leute mitschreien, wenn Norbert Dickel dann da mal seine Show mal wieder abzieht. Sprech mir nicht über. Ich glaube, dass die im eigenen Stadion, die mögen das, und wenn sie ins andere Stadion gehen und dasselbe gemacht wird, dann geht's denen auf den Sack, weil es sie dann selbst betrifft.
dass dann gebrüllt wird 2-0, obwohl 2-1 steht oder sowas. Und dann geht's denen auch auf den Sack. Ihr würdet von der ersten, unser Stadionsprecher würde das machen. Ich würde nicht mitschreien. Ich finde das selbst nervig, selbst wenn er es machen würde. Dann würde ich vorm Fernseher Fußball gucken. Wahrscheinlich. Ich war letzte, ich habe auf jeden Fall diese Saison schon mehr Fußballspiele live geplant, als ich das noch letztes Jahr gemacht habe, weil sich einfach dieses Jahr besser ergibt. So, dann sind wir eigentlich durch. Jetzt haben wir schon ein bisschen gelabert. Und dann würde ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du heute da warst, Zeit genommen hast. Wir werden irgendwann zeitnah auch nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Ich denke, da gibt es durchaus Interesse, weil eigentlich recht viele das verfolgen, aber irgendwie keiner ins Stadion geht. Aber ihr könnt das auch natürlich über uns verfolgen und wir werden euch natürlich immer wieder anheizen. Kommt ins Stadion, besucht die Zweite, wenn die Möglichkeit da ist, verkürzt eure Auswärtsfahrten gegen unbeliebte Gegner, die man so nicht unterstützen sollte, wie zum Beispiel dieses komische Konstrukt da in Leipzig. Das ist einfach der letzte, ja, sagen wir es nicht, wir wollen familienfreundlich bleiben. Oder wenn man die teuren Karten in Leverkusen nicht bezahlen will. Ah, Leverkusen, da könnte ich drüber kotzen seit Jahren. Sobald irgendwie eine interessante Mannschaft mal nach Leverkusen kommt, schlagen die gefühlt 200% auf die Karte auf. Das ist der Hammer. Grundsätzlich Vereine, die irgendwelche Werbenamen im Namen haben oder das suggerieren, sollte man meiden. So, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du findest demnächst auch nochmal Zeit, vielleicht in der normalen Fortuna-Ausgabe von uns teilzunehmen oder natürlich, wenn wir wieder eine Sonderfolge über die Zweite machen. Checkt uns aus in den Social Medias, checkt uns aus überall, was in den Shownotes steht. Und ich bin der Mo und mein Gast war heute der Jens. Nochmal vielen Dank und bitte. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und ein paar schöne Fußballspiele von unserer Fortuna aus Düsseldorf. Das wünsche ich euch auch. Ciao. Tschüss. I'm done.